Starke Leistung, klare Ambition. Die Herren des TC 1899 e.V. Blau-Weiß starten eindrucksvoll in die neue Saison der zweiten Hockey-Bundesliga Süd. Mit einem überzeugenden Sieg gegen Zehlendorf 88 setzen sie ein deutliches Zeichen und zeigen, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sein werden. Ich glaube, wir haben über eigentlich fast das ganze Spiel super gespielt, haben mega kontaktet. Mit der neuen Saison bringt der TC Blau-Weiß 1899 frischen Schwung. Sportdirektor Robin Rösch sorgt für neue Impulse und internationale Talente. Malachi Buschel, Daniele Cavallini, Giacomo Fiorani und Povila Sincevicius bereichern das Team mit zusätzlicher Qualität. Haben mega Energie in der Mannschaft. Alle mögen sich gegenseitig, die Internationalen wurden alle direkt gut eingebunden, also sehr gut. So zeigen die Gastgeber im Lokalderby gegen Zehlendorf 88 eine herausragende Leistung. Mit einer überzeugenden 2-0-Führung zur Halbzeit setzen sie in der zweiten Hälfte ihr Spiel konsequent fort. Trotz des Einsatzes der Gäste bleiben die Blau-Weißen souverän und nutzen ihre Chancen effektiv. Am Ende sichern sie sich einen 4-1-Erfolg. Wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen gehabt, haben das auch streckenweise schon umsetzen können, vor allem das dritte Viertel eigentlich ganz gut gestaltet. Und ja, hinten raus leider ein bisschen zu viele Körner gelassen. Für Hockeyfans ist der Tag aber noch lange nicht vorbei, denn auch die Damen starten in die neue Saison. Im Derby gegen den TuS Lichterfelde zeigen die Damen aus Grunewald eine überzeugende Anfangsphase und gehen früh mit 1-0 in Führung. Doch dieser Vorteil währt nicht lange, da die Gäste im Laufe des Spiels die Partie drehen und sich mit 2-1 behaupten. Ich finde, hat man glaube ich auch echt gesehen, dass wir alle ziemlich viel Lust hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Dass wir jetzt leider 2-1 verloren haben, ärgert uns glaube ich umso mehr. Ein Sieg und eine Niederlage. Der Saisonstart der Blau-Weißen offenbart sowohl die Stärken als auch die Herausforderungen. Während die Herren bereits ein Ausrufezeichen setzen können, werden die Damen in den nächsten Spielen ihr Bestes geben, um ebenfalls in die Erfolgsspur zu finden.